Okay, du bist, glaube ich, bestens vorbereitet, oder? Malaria bist jetzt auch geschützt in dem Fall. Ich habe sogar meine Hepatitis A-Impfung, die zweite geholt jetzt, die habe ich. Und Malaria bin ich auch geschützt, weil mir ja Rahel dann die Prophylaxe mitgegeben hat, eigentlich, dann mit meinem Reisekäferli, wo ich dann generell bekomme von der Topform und so eigentlich ausgerüstet bin. Okay, also aber bestens geschützt. Gibt es sonst Dinge, wo man wirklich darauf schauen muss, wenn er jetzt dort ist? So, dass er sich keine Krankheiten holt oder sonst nicht gesundheitlich irgendein Risiko hat? Ja, das haben wir auch schon besprochen. Das weisst jetzt eigentlich auch alles schon. Kondom, gell? Ja. Nein, ist klar. Das ist sicher wichtig, ja. Okay, aber sonst alles wirklich. Man muss sich jetzt keine Sorgen machen. Nein, nein, er ist ausgerüstet. Super, super. Das freut uns natürlich alle. Jetzt schaust du ja nicht nur, dass er gesundheitlich einfach gut dasteht, sondern auch, dass er immer ein bisschen weniger Kilos auf die Waage bringt. Und das machen wir jede Woche. Und darum sage ich, machen wir doch das gerade jetzt. Tun wir den Toni wägen. Jetzt Gefühl, du hast wieder ein bisschen abgenommen im Fall. Hast du das Gefühl? Aber das habe ich immer das Gefühl. Haben wir jetzt einmal vor der Sendung schon mein Gewicht mal angeschaut? Da müssen wir es leider immer runternehmen. Das ist ein bisschen blöd, weil irgendwie der Boden da, der gibt Sachen an im Fall. Das ist unglaublich. Aber ja, ich gebe dir das Mikrofon. Gerne. 82,1 Kilo. Das sind ja doch wieder mehr als 2 Kilo, die du wieder abgenommen hast. Ja, ich weiß gar nicht, letztes Mal. Ich glaube, es ist 84,3, habe ich gemeint. Minus 7,9 Beginn, genau 84,3 richtig. Also 2,2 Kilo abgenommen, ja. Crazy! Wirklich crazy. Gut, ich bin ja vorher so eine kurze Schwitze gegangen, aber ja! Natürlich zählt das natürlich aber auch. Aber Schwimmen hat sicher auch geholfen. Gut, ja, dann jetzt Schwimmen noch und das Boxen, das ich gemacht sowieso, habe. Ja, das sind vielleicht auch ein paar Kilo, die sie dir da weggeboxt hat. Und jetzt schauen wir gerade an, wie viele von denen am Bauch weggeboxt worden sind. Nein, Mann. Der Bauchumfang war ja am Anfang stolze 103 cm. Gewesen. Und jetzt sind es noch? 94. 94? Auch das? Ja. Gratuliere. Da oben, gell? Crazy. Das kommt immer weiter runter. Jetzt könnt ihr sonst 10 cm. Crazy. Hui. Was hast du eigentlich dort zum Bauchumfang, Toni? Wie? Hast du dort schon so ein klares Ziel einmal gesagt, was du am Schluss willst? Schwierig zu sagen, was jetzt gut und was nicht. Also weißt, für meinen Körperbau, was dort gut ist. Ich glaube, 94 und ich habe ja noch Bäuchli. Geht sicher noch ein bisschen mehr. Aber genau weiss ich es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht, ob jetzt 80 oder 85 normal ist, das weiß ich gar nicht. Das heisst schon normal, aber ich meine, hast du einfach, ein Ziel gesetzt? Du jetzt? Vom Bauchumfang nicht. Grundsätzlich einfach, dass der Bauch nicht so weit vorne steht, dass man... also, na Moment, wie soll ich das jetzt erklären? Der Bauch soll einfach nicht weiter vorne stehen als meine Brust. Okay. Oder? Das also ist ja, ich glaube, ein gutes Ziel. Ja. Ja. Ich finde es schwierig, das genau in Zentimeter zu sagen, ist ja nicht so wichtig. Gewichtsmäßig? Gewichtsmäßig bin ich jetzt ja bei... was haben wir gehabt? 82? 82,1. Also das wäre eigentlich schon mal ein Ziel gewesen, grundsätzlich, weißt du, was ich meine? Also, wo wir angefangen haben. Mittlerweile wäre unter 80 doch sehr cool. Okay, du bist immer ambitioniert. Nicht viel das unter 80, also so bei 78 ist das erste Ziel schon erreicht. Ja. Das ist natürlich eine sehr gute Meldung. Ja, also sind ja eben, von 90 auf 82 ist schon 8 Kilo schon. Und ich glaube, das ist jetzt nach einem Monat. Ich meine, ich habe jetzt noch 2 Monate, wo wir beworben. Ich gehe in ein heißes Land, wo man viel Wasser trinkt, viel schwitzt und hauptsächlich gesund kann essen. Und deswegen, wenn ich dann aus der Ferien zurückkomme, entweder bin ich viel mehr oder doch ein bisschen weniger. Aber ich hoffe, ein bisschen weniger. Also ich bin wirklich beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht am Anfang, dass es so schnell geht, ja, dass du crazy so viele Kilos verlierst. Ja. Ich hätte mir gerne vorstellen, dass du plötzlich so anders aber die Ernährung ist auch mega wichtig. Die Ernährung ist so wichtig, ist unglaublich. Das weiß man zum Teil gar nicht. Jetzt hast du schon so viele gute Neuigkeiten von dir selber erzählt. Jetzt habe ich sogar auch noch eine für dich. Oder eigentlich ist es eine schlechte Neuigkeit. Ja. Weil Anja Zeitler liegt im Moment krank im Bett. An dieser Stelle wünschen wir dir, Anja, natürlich ganz gute Besserung. Ja. Eben, eine schlechte Nachricht für dich, aber eine gute. Das heisst, sie hat jetzt noch keine neue Challenge für dich, wo sie dich quälen kann. Aber es kommt sicher noch eine nachgeschickt, die du dann in Vietnam machen kannst. Oh no! Gut. Also, ja. Wir sind leider schon am Schluss. Danke vielmals fürs Zuschauen. Danke, Fabiana, dass du da warst. Merci, Rahel. Und ganz schöne Ferien, Toni. Bis zum nächsten Mal.